Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Formel 1 mit dem Mike. Hey Leute. Jawohl, wir spielen heute oder fahren heute in unserer Meisterschaft Kanada. Ja. Ha, Leute. Bin mal gespannt. Auf Monaco hat er ja richtig abgeräumt, der Mike. Auf Monaco habe ich abgeräumt. Leute, wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, aus beiden Sichten, natürlich auch diese Folge, aber auch die letzte Folge, ja, müsst ihr vorbeischauen. Da habe ich abgeräumt. Ich glaube, die Folge kam ja gar nicht bei dir, die letzte, also... Kann gut sein, ja. Da ist auf jeden Fall einiges passiert. Es ist schauenswert, müsst ihr vorbeigucken. Da warst du ja auch zwar bei mir dabei, aber ne, was bei dir halt nicht, ne? Weißt Bescheid. Richtig verwirrend einfach. Ja. Ups. Nee, aber wir haben Bock und haben Bock. Einiges für Kanada hier geplant, dass wir hier... Krass. Ja, wir wollen hier an Mercedes wieder, also wir wollen insgesamt mehr Punkte holen als Mercedes, um da halt wieder ranzukommen. Und ich habe natürlich, also mein Ziel ist Podium hier. Auch. Und das haben wir bisher noch nie geschafft, dass wir beide auf dem Podium ja, waren. Ja, bei Russland wäre es beinahe so gewesen, ja, aber war, ich will mich dazu nicht äußern. Eine so, Frage habe ich an dich. Es sieht ja nicht so geil aus, das Wetter regnet. Nee, es regnet. Ich schaue da fast nie drauf, aber es sieht nicht so geil aus gerade. Es sieht tatsächlich nicht geil aus, aber im Rennen Sonnenschein und hier bewölkt. Dann ist es top. So, ich habe jetzt auch mal mehr Benzin mitgenommen. Ich habe die Strecke hier zwar mit dem Lenkrad noch nie gefahren, aber hier gibt es zwar auch Banden, aber ich bin da echt zuversichtlich, dass, wie gesagt, ich habe ja hier viel vorgenommen, Leute. Ich werde jetzt auch mehrere Runden direkt fürs Qualifying, weil ich habe, wie gesagt, noch keine Runde hier gedreht, aber ich denke, das ist eigentlich eine ganz coole Strecke. Ich mag die eigentlich und... Ja, ich kenne sie, wie gesagt, auch noch nicht so gut, aber wir sind die tatsächlich... Ich bin die tatsächlich bloß ein einziges Mal gefahren mit dir im Stream. War schon ein älterer Stream, aber... Oh shit, da muss ich jetzt ein bisschen Abstand lassen. Bloß eine Mal. Und jetzt gerade kurz... vorher im Zeitfahren ein, zwei Mal, aber ist auf jeden Fall ganz nett, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Platz gelassen zu dem, der vor mir fährt. Ja, ich nicht. So, hier die Wall of Champions. Ich sehe den hier gleich schon. Da will ich nicht reinkrachen, auch wenn ich kein Champion bin. Wobei, ein Rennsieg habe ich ja schon, aber trotzdem. Oh, ja moin, alle fahren so aus der Box vor mir. Es ist immer dasselbe. Ich fahre die Runde jetzt aber trotzdem. Wie geil. Ey, es ist immer. Ich mein Qualifying war noch nie wirklich perfekt. Ich finde das witzig. Das riecht funny. Ich fahre direkt erstmal. Echt. Ui, okay, so viel dazu. Aber ein bisschen abgekürzt, ups. Kann man auch mal musste machen. Da über einen Rasen fahren, weil ich welche überholen musste. Jetzt habe ich, zack. Naja, keine freie Bahn, aber Leute, das ist nicht perfekt, aber es ist, ich habe genug Benzin mit, ich kann danach noch eine Stunde fahren. Ist es halt so, ne? Da hast halt keine freie Strecke und die geben dir auch keinen Platz. Weißt du, die fahren aus der Box raus, eigentlich kriegst du dafür eine Strafe. Ja, ist ja schon mal gesagt. Dass die fahren halt auch die Ideallinie so ganz, ganz chillig. Aber ich muss sagen, auf Anhieb, die ist erstmal im Lenkrad. Ist es gar nicht so verkehrt, was ich hier mache. Die Strecke, ich mag sie. So, Wall of Fahrer vor mir. Doch, ich kann mit der Box sprechen. Alter. Ich kann trotzdem mit der Box sprechen. Wir haben gerade was ausprobiert, denn mein Mikro war ein bisschen komisch. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Ich hoffe, das ist jetzt besser mit dem Mikro, wie in der letzten Folge. Da hatte ich irgendwie Probleme mit. Und da haben wir gerade. Ich hab den direkt den nächsten vor mir auf den Haken rausgenommen, aber wir dachten, deswegen kannst du die Box nicht sprechen, aber es geht tatsächlich. Also ich kann sie trotzdem sprechen, obwohl ich den Haken jetzt auch raus hab. Komm. Nochmal eine neue schnellste. Ich war auch gerade eine richtig gut, ich bin eine Sekunde schneller. Das trotz Verkehr. Was hast du für eine Runde gehabt? Ich war eine Sekunde langsamer als deine Beste ungefähr, aber da hatte ich auch echt viel Verkehr und jetzt habe ich auch wieder Verkehr, aber ich bin... Oh shit, okay, das war doch richtig schlecht. Das war... Okay, nee. Ich wäre 1,7 Sekunden schneller gewesen. Oh krass, da wärst du sogar noch Erster, glaube ich. Aber... Es wäre richtig knapp geworden, wer hier von uns Erster wäre. Leute, mein Frontflügel hat sich wieder repariert. Hä, was bist du für ein Hacker?
Du hast doch irgendwas an. Man hat es richtig gut gesehen, wie er von Rot auf Grün wieder gewechselt ist. Ich habe das Ding, ich habe das bei dir in den Folgen gesehen, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Du lässt es ja auch immer an. Ja, da ja, ja, ich habe das eigentlich immer auf. Ich mache das eigentlich immer weg. Weil ich will da nicht so viel Schnickschnack auf dem Bildschirm. So, Leute, hier nochmal unsere Chillo-Runde hier. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich jetzt hier 6 Sekunden schlechter bin als gerade eben. Das ist die Chillo-Runde, ja. Ich muss gucken, wo man hier in die Box fährt, das weiß ich nämlich noch nicht. Okay, du musst an die Box, bevor dir das Benzin ausgeht. Boxenstopp innerhalb von 2 Runden. Ah, gerade nochmal eine schnelle. Ah, hier irgendwie. Ohne eine. Verkehr jetzt, ausnahmsweise mal. Und mein Auto ist auch leichter, aber... Ja, dann kann's echt... Dann mal gucken, wer hier erste die ist wird. Nicht perfekt. Echt gerade. Oh, 1,2, 1,3 Sekunden jetzt schneller. Das ist... Oh, jetzt ist da vorne wieder Autos, ey. Aber das ist... Also das wird echt was, glaube ich. Das kann... Oh, gefährlich. 1,6 Sekunden schneller. Ich gehe wieder in meinen... Lila Sektor. Oh. Ja, du wirst Erster. Nee, ich habe mich gedreht. Echt, fuck. Zone Session disqualifiziert, falsche Richtung. Ich habe mich so krass gedreht, dass ich auf die Fahrbahn, auf die andere Fahrbahn zurückgerutscht bin. Ich Platz 20! Hä, was? Oh, oh. Was? Weil ich mich gedreht habe, bin ich Platz 20 jetzt. Hä, warum das denn? Ich habe mich in der vor der richtig krass langen Geraden... Machst du ja quasi, hast du so eine 180-Grad-Kurve. Ja, ja, klar, ja. Und ich bin da auf die Rasenfläche zwischen den beiden Strecken gekommen. Und hab mich da dann wieder in Fahrtrichtung der Kurve, von der man kommt, gedreht. Und das hat's dann scheinbar gewertet als Fahren gegen die Fahrtrichtung. Lol, als ob du 20. dadurch bist. Ja. Was? Ich wäre einfach Zweiter geworden und hätte ich mich da nicht gedreht, hätte ich sogar Erster. Du wärst sogar Erster, ich hätte es dir auch gegönnt, weil dann startest du zum ersten Mal als Erster, wollte ich gerade vorhin noch sagen. Und dann hast du dich, oh, wie hässlich war das denn schon wieder. Aber ich hoffe, dass du trotzdem gut fährst. Oh, das ist echt so Pech gerade. Okay, Leute, wir cutten das raus, oder? Ja. Wir cutten das raus, Jan. Nicht einfach wieder drehen lassen. Okay, Leute, bis gleich. So, Leute, hier sind wir wieder zurück am Start. Ich bin natürlich Erster geblieben. Hätte ich eigentlich auch nicht anders erwartet. Ich meine, die Runde ist jetzt nicht zu krass, aber sie war schon deutlich besser als die anderen. Und du bist leider, das ist echt, also ich fühle sowas von mit dir. Es ist so traurig. Ja. Ich hatte bis jetzt noch nicht ganz so viel Glück in dieser Saison, aber Kanada, geile Strecke, kann ich. Da bin ich auf jeden Fall mehr als konkurrenzfähig um Platz 1. Jetzt natürlich von Platz 20 nicht ganz so viele Chancen auf Platz 1, aber ich versuche mal vorzufahren. Meinst du, wir sollen mit lila-gelb fahren? Ich habe lila-rot als Strategie. Du hast lila-rot? Aber ich habe ja auch, komplett neue Reifen, weil ich ja erst jetzt erstarte. Ja, bei mir gibt's lila-gelb oder lila-lila-rot. Da müsste ich halt zweimal... Hier gibt's lila-rot oder lila-lila-rot oder lila-lila-rot. Ich mach lila-rot. Ja, hätte ich auch gemacht, wenn es bei mir gäbe. Ja, ich mach erstmal lila-gelb, ich könnte ja dann theoretisch immer noch, also... Oh. Und dann ballern wir uns noch ein bisschen Benzin rein, kenn mich nix. Für richtig viele Runden extra, dass ich hier schön auf krassen Benzin fahren kann. Hätte ich vielleicht auch machen sollen, das ist auf Kanada echt nicht schlecht, weil das ist halt echt quasi die Hälfte der Strecke Vollgas irgendwie. Hier kannst du halt aber auch gut überholen, also ganz ehrlich, wenn du jetzt ganz hinten bist, auf ja, dieser Strecke diese gibt es so viele Möglichkeiten, auch hier zum Beispiel in dieser Kurve, wo ich gerade reinfahre, das ist echt, also es gibt schon hier ein paar Kurven und Geraden, wo du echt vorbeiziehen kannst. Ja, wobei der erste Sektor ist gefährlich mit, da kann man sich da kann man an die Bande auch, ja. Finde ich. Also der erste Sektor ist die Bande gar nicht so weit weg. Aber ja, also ich... Ja. So, aber dann zweiter und dritter Sektor kannst du es wirklich richtig gut überholen. Das ist echt krass. Ich bremse mal also wieder, die lange Gerade kannst du da in einer Gerade mehrere überholen. Locker easy. Junge, ich fahre 100 WTF. Vor allem als Ferrari kannst du da. Wenn der S und Ferrari und zack. Das kommt mir gerade vor, als würde ich 50 fahren, ich fahre 100.
the fuck? Ja. Das kam mir gerade echt ultra krank vor. Soll ich mal auf die Gegenspur fahren? Was hast du? Ich konnte nichts dafür, der ist mir einfach hinten drauf gefahren. Richtig geil, du warst so letzter. Ich weiß, aber... Oh, das war so Gott. Richtig Billo gerade. Wenn du das im Video siehst, das war so wirklich so, ich war so halt ganz normal, der bremst, ich fahr an ihm vorbei, er tritt wieder aufs Gas, fährt mit ihm drauf. Ja, ihr seid beide da. Ja, ja, ich weiß, man wird immer zu zweit zurückgesetzt. Hi. Wie geil ist das denn? Ich dachte, nur du bist da. Lol. Nee, nee. Der liebe Wehrlein, der den Crash verursacht hat, ja, das war ja gar nicht ich, ja. Ja, er wurde genau. Auch schön zurückgesetzt. Nice, nice. So, jetzt in den ersten Kurven nicht den Frontflügel kaputt machen und dann in der ersten Kurve nicht überholen. Hamilton vorbeiziehen lassen, weil der ist innen. Ja, aber das ist so kurz bis zur ersten Kurve, das kannst du eigentlich nicht verkacken. Eigentlich. So, neues Rennen. Weitere 35 Runden. Wir haben ich habe Sicherheitsabstand gelassen. Gerade Monaco aufgenommen. Für euch schon ein paar Tage her, aber wir haben es gerade erst aufgenommen. Das ist crazy. Jetzt direkt hier weitermachen. Mit Kanada. Läuft. Du hast gerade richtig Sicherheitsabstand. Ja, ja, ist auch. Lol, da auch sind okay. Welche gerade unsichtbar geworden, ansonsten hätte es einen Crash gegeben. Also nicht mit mir, sondern die davor, weil ich habe halt einfach Angst. Unsichtbar. Das finde ich auch richtig dumm. Ich das, also wenn man selber unsichtbar wird und so, wenn man auf der Strecke steht, finde ich das okay, aber ansonsten... Genau, wenn man auf der Strecke steht, ja, aber ansonsten würde ich das... Der ist gerade einfach wirklich durchgefahren, das fand ich irgendwie ein bisschen kacke. Guter Beginn, ja, ich bin jetzt 19. bin ich, lol. Ja... Also wie gesagt, dir würde ich das vorsichtiger empfehlen, beginnen. Genau, vorsichtig, aber auch weitermachen, weil in 35 Runden, wenn du echt gut fährst, dann würde ich mir überhaupt keine Bedenken machen, dass du hier nicht einholst. Ne, ich bin jetzt gerade schon auf der langen Geraden, ordentlich am Pesen, oh, Platz 16. Und vor allem, wenn auch DRS und so, also ich würde echt nicht so krass riskant fahren, sondern chillomillo. Chillomillo. Ja. Antwort und ich erfinden hier neue Sachen, Leute. Chillomillo. So viele Autos nebeneinander. Nein. Och. Was bremst der denn so toll? Ja, ja, aber kein Problem. Sobald. Also hast du irgendwas kaputt gemacht? Ja, aber das geht. Also wie gesagt, ich hab das auf Monaco, musst du dir angucken, also das ist echt, da habe ich es echt nicht schlecht gemacht, muss ich mich selbst loben, weil ich hab halt echt immer, obwohl man noch lange nicht bremsen musste, habe ich schon vom Gas losgelassen, das Auto nur noch rollen lassen quasi, ja. Dass sobald das, wenn er bremst, dass ich dann richtig reinhasseln kann, weil es ist so gefährlich, wenn einer vor dir ist. Hier ist gelbe Flagge. Leute, Sainz ist raus. Komplett? Ja. Krass. Bitte kein Safety Car. Ich will auch keins. Oh, ich hätte nichts gegen den Safety Car jetzt gerade. Ich schon, weil ich fahre mich gerade richtig weg von dem. Strategie? Nein, keine Strategieänderung. Was, jetzt schon? Ja. Offensichtlich wegen dem Frontflügel, aber ich bin jetzt schon 10. DRS aktiviert, da kannst du nur mal reinhasseln dann. Also ich hätte überhaupt keinen Bock auf Safety Car. Weil ich fahre echt gerade nicht schlecht und fahre mich da ein bisschen weg von Hamilton. Komm, ich spüre das. Das ist unsere Strecke hier. Ich habe immer erklärt, wie DRS funktioniert. Ich weiß, dass es eine Sekunde ist. So. Da ist immer noch gelbe Flagge. Ja, der steht da irgendwie immer noch total komisch. Also in echt wäre da auf jeden Fall das Safety Car gekommen, aber warum es jetzt gerade nicht kommt, weiß ich nicht. Aber es ist nicht schlimm. Braucht das Safety Car nicht unbedingt. Also ich würde es okay finden, weil dann würde ich halt in die Box fahren, aber ohne Safety Car fahre ich nicht an die Box. Ich bin da
das eine gemütliche Strecke gerade irgendwie, ja, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Nach Monaco definitiv. Da sowieso. Was? Das ist aber frech von ihm gewesen, aber ich beschleunige schneller raus. Aha, ich finde Aserbaidschan, was danach kommt, aber auch gar nicht so schlimm. Also, ich habe mir die mal angeguckt jetzt vorhin, also es geht tatsächlich. Die hat halt auch viele, sie hat auch echt nervige Kurven, aber sie hat auch echt viele Geraden. Ja, das stimmt. Und wirklich lange, da kannst du echt durchdrücken und musst fast gar nicht lenken. Klar, vielleicht stressig, wenn da mehrere nebeneinander sind oder so. Aber im Großen und Ganzen eigentlich ganz nice. Aber immerhin, dein Lüfterproblem scheint gefixt zu sein. Scheint gefixt zu sein, das finde ich sehr, sehr gut, Leute. Dass man meinen Lüfter nicht mehr so krass hört. Oder fast gar nicht mehr. Endlich, nach 15 Folgen. Vielleicht hat man das davor auch immer gehört. Ein bisschen. Bei dir in der Aufnahme. Also bei mir nicht, bei dir. Also sofern ich deine Folgen angeguckt habe, hat man es dann ein bisschen gehört. Definitiv. Und wenn du jetzt sagst, heute war es richtig krass. Ja, heute war es echt krass. Dann wird Monaco wohl nicht so geil gewesen sein. Ja, auch nur eine Folge bei mir. Ja. Aber dann, wenn es jetzt gefixt ist, richtig nice. Weil wie gesagt, mein PC, gut, wenn es jetzt wirklich hier 30 Grad hat, dann sage ich nichts, weil dann kann es schon sein, aber sonst ist er echt leise. Also immer noch Hamilton und Bottas zweiter und dritter. Da hat sich noch nichts getan. Und hinter ihnen auch Abstand. Ich habe gerade Verstappen überholt. Ich bin auf Platz 7. Nice, das hört sich gut an. In den Punkten auf jeden Fall schon mal. Gut, wir sind ja jetzt noch am Anfang des Rennens, aber... Ich bin 20 Sekunden hinter dir. Laut der Box. Okay. Dann bist du ungefähr 10 Sekunden von Hamilton entfernt, der Platz 2 ist. Also ich könnte theoretisch noch ein bisschen vorsichtiger überholen, aber so wie ich auf der Strecke fahre, fahre ich relativ vorsichtig. Weil ich habe mehr, also ich habe gerade echt den Respekt vor der Strecke, vor den Gegnern. Ich will da schon irgendwie vorbei, aber ich mache das trotzdem, also ich mache das glaube ich ganz gut gerade. Das freut mich. Echt. Die eine 180-Grad-Kurve ist halt ein bisschen asozial mit dem Frontflügel, das merke ich schon. Aber ich merke es eigentlich wirklich nur bei dieser Kurve. Ansonsten merke ich es halt echt nicht. Ja, aber ganz 6. ehrlich, wenn du jetzt bald... Man muss ja, irgendwie sowieso dann irgendwann gehen, sofern du noch aufholst und fahren kannst. Ja. Tipptopp. Wie gesagt, von Platz 4 zu Platz 3 ist ein bisschen Abstand, also von wem auch immer zu Bottas. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Denke ich auch. Ich habe die beiden Platz 5 und Platz 4 jetzt vor mir direkt. Mhm. Und dann mal freie Bahn haben und schnell fahren zu können, richtig, hätte ich auch nichts dagegen, ne? Eben. Irgendwann kann ich auch... Ach, das macht gerade richtig Spaß. Ja, das stimmt. Irgendwann kann ich auch Fett stellen. Wenn es so bleiben würde, dass ich hier vorne bleibe und du dann auch hin... Oh shit, hinter mich kommst. Das war schlecht. Weil ich habe ultra freie Bahn, ja, es ist überhaupt nichts. Wenn du hinter mir wärst, hättest du auch freie Bahn quasi. Wie viele Sekunden hast du Abstand? 12, glaube ich. Oh, das ist nice. Das fährst ungefähr 2 Sekunden schneller. Alter. Krass, ne? Muss mal gucken, wann ich an die Box muss. Und. Oh! Der hat sich gerade teleportiert. Nichts passiert? Nee, zum Gut. Glück, er ist durchsichtig geworden. Sonst wäre ich in ihn reingefahren. Also, ich war in ihm drin. Ich hab mich gedreht. Roter Frontflügel. Ja, hätten wir das schon mal geklärt. Dein Frontflügel ist beschädigt. Er wird die Performance beeinflussen. Wann muss ich an die Box? Also ich muss echt spät, Runde 15 bis 17 ist bei mir. Hier wäre 13 bis 15.
Ich überlege auch einen früheren Boxenstopp eigentlich zu machen. So, dann mache ich die zwei Boxenstopps. Also bleiben wir doch nicht bei einem, sondern fahre ich lila, lila und rot. Ja, ich glaube, ich mache auch lila, lila, rot. Ich muss jetzt fahren, weil ich habe roten Frontflügel. Links. Ah, ich wusste es, dass es nicht so bleiben kann, aber es wäre so nice. Hattest du normal lila, lila, gelb. Weißt du, wann man bei lila, lila, rot reingefahren wäre das erste Mal? Keine Ahnung. Also, wenn ich das wüsste. Wahrscheinlich auch so wie jetzt, wie ich jetzt. 8., 9. Runde. Wahrscheinlich, ich weiß es aber nicht. Ist nur geraten. Also Hamilton, Bottas jetzt vor mir. Ich brauche noch ein bisschen länger an der Box, du überholst mich auch. Jo, ist auch vorbei. Ich brauche mich halt nicht so richtig schnell zu fahren gerade, weil ich habe halt... Mein linker ist hellgrün, mein rechter ist orange. Aber mit dem Orange, dann fahre ich halt schon ganz lange. Der linke ist erst ein paar Runden. Aber hellgrün ist halt... Ja, muss mal gucken. Hier in der Kurve. An die Wand. Fly Emirates. Zack, bumm. Gerade fahre ich keine guten Runden mehr, offensichtlich. Wenn man Perez nicht ran, Ricciardo komme ich nicht weg. Ah, eine gute alternative Strategie. Ich rausch echt. Och, das kann ich jetzt aber nicht beheben eigentlich. Fuck, warte, wann muss ich an die Box? Das gibt's doch nicht. Fahr nächste Runde, die noch nicht, fahr nächste. Doch, ich habe eine alternative Strategie angeboten bekommen. Jetzt fahren oder was? Ja, ja. Boah, jetzt, Alter, wie du rausch. Leute. Was ist das denn aber auch? Keine Ahnung. Verstehe das nicht.